einfach solche komischen Wasserbehälter, also so Brunnen macht, in die man reinwichsen darf. Ja. Hallo, liebe Leute, ich sitze hier mit mir selbst und MC Facebook. Hallo. Ich bin der Mark Zuckerberg und habe mich umbenannt in Metaberg. Oh ja, stimmt, da war ja was. Das ist voll die Meta-Nachricht. Siehst du eine Sache, die ich mir direkt nicht aufgeschrieben habe, weil Drecks Facebook, aber können wir direkt mit einsteigen? Was steigen wir denn ein in diesen Podcast? Wir sind Brennpunkt Internet, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn von Dinko und Renko. Hallo. Kann man so sagen, Ja. genau. Schön. Ja, wir sind schon eingestiegen mit dem großen Thema. Das größere Thema ist, letzte Woche gab es nur so einen dreckigen Bayernwunsch. Das Ja, ist das allergrößte sorry Thema. Leute, ich war echt schwer krank, ich war richtig, richtig kaputt. Ich dachte echt, ich habe Corona. Und auch mein Umkreis hatten Leute Corona, die ich kenne, die ich zwar nicht getroffen habe persönlich, aber die ich irgendwie doch manchmal so zufällig auf der Straße treffe und mal quatsche. Man, auf einen kleinen Anhust, da trifft man sich halt Ja, mal einmal, Zunge ne? in den Hals stecken und kurzer Ja. Analverkehr so auf der Ja. Straßenecke. Und dann war ich, hab einen Selbsttest gemacht, zwei Stück, und die war negativ, weil ich dachte, okay, die sind ja nicht ganz so valide, wie man denkt. Und dann war ich beim Arzt und die haben auch mal einen PCR-Test gemacht und sie riefen gestern an, ich bin negativ, kein Corona, können Sie ganz sicher ausschließen, ich habe noch einen guten Schutz und so weiter, und kann wieder heute Podcast aufnehmen. Aber ich dachte echt, ich sterbe. Ich war richtig kaputt und tot. Deswegen letzte Woche der Bayern-Podcast. Sorry, dass es gerade Bayern sein musste, aber das war halt gerade in der Pipeline. Jochen war auch begeistert. Er hat gesagt, nach 10 Minuten haben ihm schon die Ohren geschlackert vor lauter Fehlinformationen oder Bayern-Bashing. Ja? Dabei habe ich mir am Anfang noch Mühe gegeben, nett zu sein. Das habe ich ja völlig vergessen. Ich dachte, du sollst einfach nur über Bayern reden. Ich habe das Positive gar nicht mitbedacht. Na, das ist halt bei Bayern so. Da wird halt das Positive nicht mitbedacht. Ja, dann mach noch ein Na, nicht, nee, 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 einreichen. nee, nee, das Thema ist durch. Ja, ist alles dazu gesagt. Es ist nur ein scheiß Bundesland, das keinen interessiert. Eins von vielen, eins von 17. Ja, geil. Ja, da haben wir jetzt hier geklärt, warum du schon wieder krank warst. Toll. Es kann passieren. Erst war Mila krank, dann war ich krank, wie es halt so ist. Das ist immer, das ist, wenn dann der eine gesund ist, hat der andere die Krankheit noch und gibt es dann Ist direkt wieder immer so, in zurück. einem Haushalt. Das ist so ein Perpetuum mobile. Ja, ich bin mit vier Brüdern aufgewachsen damals und wenn einer krank war, waren wir alle krank. Später, immer so der Reihe nach. Oder gemeinsam. So ist das. So ist das. Wir sind hier auch gemeinsam. Also, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr uns die Stange gehalten habt und letzte Woche mit diesem Schundwerk vorlieb genommen habt. Ja. Ja, dafür gibt es jetzt News von 2 Wochen quasi. Ja, aber ich fand auch, letzte Woche ist tatsächlich nicht so viel passiert. Deswegen fand ich es auch nicht so wild, dass das vielleicht mal ausfällt. Ich hätte ja Ja. sonst mir hier irgendwie so einen Sklaven reinsetzen können, weißt du, Ja, den ich ja. dann eine Stunde lang voll laber, Ich aber. kenne da jemanden, aber. Ja. Ich Das habe sind gehört, der ist nicht so clever. Der hätte dann meine doppelbödigen Witze nicht verstanden. so Insider für Leute aus der Nostra Wohlfühloase. Da kann man sich ja drin einkaufen. Habe ich auch gehört. Oh, das ist sehr schön. Also Ja. ich nicht, aber viele andere müssen es tun. Du bist Premium-Mitglied, weißt du, du hast dich Nice. reingearbeitet. Oh, Ja. das ist eine Ehre. Wer sich auch hochgearbeitet hat, ist Mark Zuckerberg. Ja, oh. Und der hat sich jetzt umbenannt. Also nicht er selber, aber seine große Firma Ich heiße jetzt Marius. heißt jetzt Peter. Nee, heißt jetzt Meta. Und will ein Metaversum aufbauen, habe ich so nebenbei mitbekommen. Das ist alles so ein Quatsch, Alter. Weil halt Facebook so einen furchtbaren Ruf hat und dachte sich, ach komm, neuer Name, Meta. Wie die Ja. NSDAP auch, hat sich jetzt umbenannt in AfD und hofft sich jetzt quasi neue Wahlergebnisse. Ja, aber macht die AfD auch so super awkward Videopräsentationen? Ja. Na gut, dann ist ja okay. Also hast du das gesehen? Das ist so, das ist alles so steif. Hey, uns geht es hier sehr gut. Das Nee, ist hab ich alles nicht richtig gesehen. unangenehm, Alter. Ich habe nur so Memes gesehen, wo er so ganz blass aussieht. Ja, das ist ja immer so. Das ist ja auch ein Meme, dass er halt so ein Roboter ist. Und dann gibt es hier Plattform der Zukunft, ne? Da gibt es dieses, was du sagst, Metaverse, wo Ja. dann diese Leute so in digital rumsitzen. Metaverse-Demo. Das ist alles irgendwie ganz unangenehm. Das ist so wie, Bisschen wie Sims ja, oder. wie so eine Black Mirror-Folge, aber von einem kleinen Kind gemacht oder so. Ja, stimmt. Das ist alles komisch. Aber hat was, ne? Das kann ja sein, wenn wir Corona nicht in den Griff bekommen, die nächsten Jahre ist es halt echt so ein Ding, womit Zuckerberg da punkten kann. Ich hoffe nicht.
Das hofft keiner natürlich. Also ich muss halt sagen, ich finde halt Instagram gut so. Und Instagram ist halt leider mittlerweile von Facebook, was ein bisschen irrtümlich ist. Nein, von Meta. Ja, naja, also Facebook heißt ja noch Facebook, aber Meta heißt jetzt Meta. Genau. Also die Plattform heißt weiter. Das fand ich echt schade. Ich habe echt gehofft, die Plattform wird umbenannt und stirbt dadurch einfach, weil die ganzen Rentner finden das dann nicht mehr. Das gibt's gar nicht mehr. Harald, Facebook ist weg. So, ja. Schön wäre es gewesen. Ist nicht ganz so, leider. Ja, also Reiter heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Also ich glaube, das ist einfach jetzt so... Ja, ich mag immer diesen Corporate Bullshit nicht dahinter, Alter. Dieses, ja, unser Ziel ist es, die Leute zu verbinden. Nein, euer Ziel ist es, Geld zu machen. Ja, aber mit Menschen verbinden. Ja, aber das ist ja nicht so, dass die so, weißt du, dass die sich so aufopferungsvoll dahinstellen und sagen, oh, einer muss sich jetzt doch mal hier hinstellen und die Leute verbinden. Ja, also Geld wollen ja erstmal alle machen, so. Das ist erstmal klar. Jeder muss ja irgendwie Geld verdienen. Das ist ja so eine Grundlage von allem. Ich meine, ich habe ja auch mit Schauspielern, also nicht angefangen, deswegen, weil ich schon als Kind geschauspielert habe, aber ich habe es fortgeführt, weil ich dachte, ich muss ja eh Geld verdienen. Also mache ich es mit Sachen, die ich geil finde. Und das ist halt Schauspiel. Und es war so eine wichtige Grundlage. Ja. Ich meine, du machst ja auch Twitch und YouTube, auch nicht nur, aber auch um Geld zu verdienen mit einer Sache, die geil ist, so. Und man kann ja, wenn man schon diese Grundlage hat, du musst Geld verdienen, dann machst du es mit was Geilem. Ja, das ist richtig. Moment, ich gehe damit, aber ich stelle mich nicht hin und sage, ich mache Twitch, um einfach euren Alltag einfach ein bisschen besser zu machen, um ein bisschen mehr gute Laune in die Welt zu bringen. Das ist natürlich ein netter Nebeneffekt, aber das wäre halt, ich habe hier extra den Satz rausgesucht, now we have a new North Star, ja. Das ist halt so ein richtig typisches, wir sind eine große Company und wir haben jetzt einen neuen Polarstern und wir wollen die Leute verbinden. Und das ist halt das, was ich meine, so dieses, das ist so hinterhältig, so weiß ich nicht, so. Ja, ich will jetzt auch nicht in Schutz nehmen, aber ich finde schon, dass Zuckerberg jetzt nicht das reine Böse ist. Er hat schon wahrscheinlich vor, irgendwie mit Facebook gute Sachen zu machen. Er macht es halt nicht nur für gute Sachen. Er verkauft ja auch Daten und soll ja auch bewusst Hassnachrichten irgendwie gepusht haben. Mm-mm. Stimmt ja alles, aber ich glaube, die Grundidee ist keine böse. Glaube ich nicht. Er sieht zwar aus wie so ein Reptiloid. Hallo, hast du The Social Network geguckt? Ja, habe ich gesehen. Oh. Wir haben den hier als Mystery Movie mal eingelegt und ein paar sind eingeschlafen. Ja, man muss sich schon ein bisschen interessieren für Strukturen innerhalb von irgendwelchen Firmen und so weiter. Das gibt ja auch vom Apple-Gründer gibt es ja auch so einen Film und von Google oder von Edward Snowden. Das sind Filme, die mich eher berühren. Also ich finde Filme spannend, die Nacherzählungen sind von... Also Edward Snowden finde ich schon auch ein bisschen besser als Mark Zuckerberg. Ja. Also auch allein von, nicht von der Person, sondern vom Film, alles. Ja. Ja, sicher. Aber ich mag eh so Filme, die so biografisch sind. Florence Foster Jenkins oder auch von Stephen Hawking und so. Das sind schon geile Filme. Holt mich eher ab. Eternals ist auch ein geiler Film, oder? Der ist ja jetzt draußen und... Ach, der Film, den wir alle gesehen haben. Ja. Ja. Ist ja gerade... Das ist Thema. Ist eigentlich kein Hype so, aber ich dachte nur gerade, okay, ein neuer Film, der rauskommt. Klär mal bitte die dummen Leute auf, die diesen Film nicht kennen. Ja, das ist der neue Marvel-Film. Das ist so ein... Genau. Ja, es ist so ein bisschen ein kleines Experiment, der ist ein bisschen anders, aber ja, whatever. Eigentlich wollte ich das gar nicht zum Thema machen. Ach so. Der Film existiert. Okay. Sagen wir es so. Im Kino? Ja. Also, müsst ihr euch nicht angucken. Also doch, also wenn ihr euch einen Marvel-Film anguckt, dann vielleicht noch am ehesten den, weil der halt mal was anderes versucht, aber dabei halt nicht so gut ist. Und Punkt. Worauf ich gerade gespannt bin, ist der Film Dear Evan Hansen. Der ist gerade in den großen Kinos zu sehen. Der war erst Musical, ist dann zum Buch gemacht worden, zu einer Novelle und jetzt zu einem Film gemacht worden. Und ich habe erst das Buch gelesen, dann habe ich das Musical gesehen und ich liebe es. Ja, Ben Platt in der Hauptrolle, der so toll singt. Aber er hat das Musical halt schon vor vielen Jahren gespielt und war halt auch noch dementsprechend jung. Mhm. Und alle haben gesagt, ja, es ist... Es, ich erzähle trotzdem jetzt zu Ende. Ich versuche mich drauf einzulassen, aber Musical ist ja, das ist für mich so ein Stichwort, Alter. Darum geht es gar nicht unbedingt. Ja. Es geht darum, dass er halt noch relativ jung war zu der Uraufführung und auch die Rolle ausfüllen konnte. Jetzt, als es hieß, der Film soll gedreht werden, ist er ja schon dementsprechend irgendwie Anfang 30
und kein Teenager mehr. Mhm. Aber alle wollten ihn in der Hauptrolle sehen und keinen anderen. Und mussten ihn so krass umschminken und mit CGI-Effekten jung machen, dass es fast lächerlich aussieht, wie er da irgendwie da mit diesen ganzen Kindern da rumspielen muss. Das ist echt ein bisschen aus Versehen lustig geworden. Im Vatikan sind auch Leute, die sehr jung sind und ausgefüllt werden. Wo siehst du das hier? Das habe ich in meinem Hirn gerade gesehen. Ich habe durch den Tisch hindurch geguckt. Okay. Ja. Nee, aber das ist ja, also da hat man schon Sachen gesehen, wo das schon gut ging. Also diese Verjüngung ist jetzt gerade die letzten 10 Jahre öfter genutzt worden und das ist nicht immer scheiße. Vielleicht ist da einfach die Technik nicht so gut gewesen. Das haben sie auch bei It 2 gemacht, so, aber da ist es auch nicht aufgefallen. Aber ich fand es bei dem Film, ich kenne auch Ben Platt, ich bin ein riesen Fan von dem, fällt es eben ein bisschen auf, dass er halt einfach nicht so alt ist, wie die anderen sind. Ist ein bisschen seltsam, aber er singt halt die Songs so toll, ist auch ein Musical-Film und er muss gut sein. Ich hoffe sehr, dass er gut wird. Also Musical-Film, alles nach Mary Poppins, da bin ich leider raus. Mama Mia, hallo? Ja, habe ich bei meiner Mutter mal gesehen. Der ist auch großartig. Aber beste Musical, muss ich sagen. Ja, aber ja. Schreibt doch mal eure Lieblings... Das ist halt nicht die Realität, weißt du? Dann lieber in die andere Richtung. So anime-mäßig übertrieben und alle zackstückeln sich. Niku, niku, ni. Oder so. Ja, ich finde Cats furchtbar zum Beispiel. Wo sich nur Katzen vorstellen die ganze Zeit. Das ist keine richtige Geschichte, immer nur ich bin die Katze und ich mach das. Ich klaue gerne, ich spiele Poker. Und ich putze gerne hier irgendwelche Tische und so. Da wird ganz kurz irgendwie der Urvater irgendwie entführt. Oh, ein Plot, oh mein Gott, was machen sie jetzt? Mhm. Was machen sie? Holen die Zauberkatze und zaubern den wieder her. Tolle Geschichte so. Okay, dann bin ich die Katze, furchtbar, die sich jetzt gerade in den Kopf schießen möchte. Musicals! Was? Das klingt nach einem Hörerwunsch, aber okay, ist okay. Was ist denn noch so passiert diese Woche? Ich war ja schon mal in Japan. Nein. Ich habe nämlich dieses Mal tatsächlich eine interessante Japan-Nachricht. Es ist nämlich in Japan etwas passiert. Nein. Mhm. Ein Sack Reis ist umgefallen. Nein. In Japan hat sich jemand als Joker verkleidet, zumindest die Kleidung, er war nicht geschminkt, hatte halt so einen lila Anzug an und so und hat ein paar Leute mit einem Messer gestabbt. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie sagt man im Deutschen, weil sie sterben halt nicht, also sind sie wirklich abgestochen. Gepiekst. Ja, angestochen halt. Ja, angestochen. Angestachelt. Mhm. Angestachelt, ja. Das trifft es. Der hat die Leute angestachelt und dann hat er noch ein Feuer gemacht in der U-Bahn. Und dabei sind mindestens 17 Leute teilweise schwer verletzt, aber viele auch einfach leicht verletzt. Also wie das halt immer so ist. Ne? Ich finde das immer so ein bisschen bubuhaft, wenn die Leute irgendwie, wenn da so eine Lawine ist und Leute sehen das und dann werden die in so eine Polizei-Feuerlöschdecker gehüllt und sitzen dann so am Straßenrand, dann gelten die als verletzt. Ja? Weil die das gesehen haben. Oh nein, eine Lawine, jetzt geht's mir so schlecht. Psychisch verletzt, na klar. Ja, aber ja. Das wird halt in dieser Zahl mit aufgenommen, ist doch Quatsch. Ja, ich muss sagen, man unterschätzt manchmal so diese Auswirkungen. Oder wenn einer mal geschubst wurde. Ja, vielleicht. Ja, das, ich sag ja nicht, dass es, also ich, doch, ich sag schon. Aber kennst du diesen Impuls, wenn du irgendwo liest, 3 Tote und 40 Verletzte, ach, nur 3 Tote, alles gut. Also die 40 Verletzten, das sind ja auch teilweise welche dabei, die wahrscheinlich doch schwer verletzt sind. Ja, die teilweise. Die ein Bein verloren haben und einen Kopf verloren haben und so. Ich sag ja, damit leben. Ich sag ja nur, dass man diese Grenze etwas weiter hinten, also wenn einer mal geschubst wurde und, weißt du, man kennt das beim Actionfilm ganz am Ende, ja, wenn der große Showdown war, da sitzen die dann alle so da und haben so Decken auf sich, weißt du, die sitzen dann so cool auf dem Krankenwagen eingangs hier, weißt schon hinten bei der Tür. Nur aus dem Film, oder? Ja, da sitzen die dann und haben so eine Decke um sich, obwohl denen gar nichts passiert ist, so. Und diese Leute, die sollte man aus der Statistik einfach mal rauslöschen. Weiß ich nicht, ob das so ist, kenne ich mich nicht aus. Das ist so. Ich weiß doch, also da weißt Profiler du, Robin, die Mutti mit dem Kind an der Hand, die ist halt kurz gestolpert, oh, eine Verletzte. Also es ist ja... Die ist vor Schreck hingefallen. Die hat dann halt einen blauen Fleck am Knie, weißt du, das ist ja richtig so. Faktisch verletzt. Faktisch verletzt, aber das ist doch, come on, also. Aber erzähl das echt so? Ich dachte, es sind echt nur die direkt da irgendwie gedingst worden sind, angestachelt. Nee, naja, also ich weiß nicht, ob es jetzt mit dem psychischen Schaden so ist, ja. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich danach, wer gilt als verletzt bei einem Attentat. Wenn wir zwar jetzt zum Beispiel durch die Straßen laufen und es kommt ein Weimarer Joker, sticht dir oder mir in den Fuß, so, und du bist erschrocken, oh mein Gott, und fällst vor Ohnmacht. Ja. Sind wir dann 2 Verletzte oder nur 1 Verletzter? Wir sind 2 Verletzte. Ich bin dann halt leicht verletzt.
Okay. Ich habe das einfach schon ein paar Mal gesehen, dass es heißt leicht verletzt und dann im Endeffekt war es halt nichts. Ja, ist aber auch egal. Es hat die Auswirkung auf die Person und darf schon als verletzt gelten. Ich finde es voll angemessen. Okay. Meine Meinung. Oder auch die Menschen, die es lesen müssen, können ja auch eingezählt werden. Weißt du, die lesen diese Nachricht, sind völlig schockiert. Das Virus ist schlimmer als nächste Pandemie. Da, toll. Ja. Oh, dumm. Ja, vielleicht ist das in Japan ja auch anders. Darunter leicht verletzt. Oh, ich habe mir einen Fingernagel abgebrochen. Was auch in Erfurt anders ist. Ja, es gab eine alles. Es gab eine Patientin, die wurde wegen Corona eingeliefert. Mhm. Oder wurde zumindest dort positiv getestet und sollte in Quarantäne geschickt werden. Sie hat sich übelst aufgebäumt, hat sich aufgeregt. Leute angehustet, die ja in die Nähe gekommen sind. Veganerin. Weiß ich nicht. Hat sich aufgebäumt. Ach so, das kann schlecht sein. Hat ausgeschlagen, ja. Ja. Und muss wohl Leute angehustet haben und wird jetzt wegen und wollte fliehen und wurde jetzt wegen Körperverletzung angezeigt. Ist auch witzig. Jemanden anhusten, dann mit dem Auto wegfahren, Fahrerflucht. Ja, kann man sagen. Ist schon witzig. Und 10 Verletzte auf dem Weg, weil sie die rote Ampel überfahren hat. Ja, nee, 10 Verletzte, weil angehustet. Es ist Körperverletzung, wenn jemanden ja, ist ja richtig. An Pups. Aber ganz ehrlich, also ich gehe da auch mit, ja, mhm. dass das Körperverletzung oder was weiß ich, fahrlässige Tötung, wenn die Person stirbt oder was auch immer ist. Ja. Aber es wäre schon absurd, wenn wirklich jetzt jemand halt 10 Leute anhustet und dann heißt es 10 Verletzte. Ja. Das ist schon dumm. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht würde da die Polizeiakte eher 10 Erkrankte oder nee. Das ist ja Quatsch, weil die sind ja in dem Moment noch gar nicht erkrankt. Das dauert 3 Tote, 5 Erkrankte, 2 Verletzte, einer, der. Ich finde einfach, man sollte da eine Revolution starten und das einfach ein bisschen akkurater machen. Der Reichelt ist doch jetzt weg. Der Neue kann doch da jetzt einfach mal an der Bild-Zeitung auf den Tisch hauen und sagen. Was? Boy, ja, der Boy. Der, ne? der kann da jetzt mal auf den Tisch hauen und sagen: Ey Leute, bevor ihr nicht eure Aorta aus eurem Körper rausklafft, da geltet ihr nicht als verletzt. Ja. So. Ja, es ist mir egal. Ich habe keine Ahnung. Wer aber souveräner reagiert hat, war Joko Winterscheid. Denn es sollte eine neue Staffel von LOL gedreht werden mit Michael Bulli-Herbig auf Prime. Das magst du ja so. Es ist echt lustig. Mhm. Ich muss sagen, es war LOL. Und er sollte daran teilnehmen. Aber ist jetzt Corona erkrankt und da durfte nicht daran teilnehmen. Was ich gut finde, weil ich finde ihn überhaupt nicht witzig. Er passt da gar nicht rein. Wie klar, es war in Staffel 2 und ich fand ihn unglaublich unlustig. Was? Wir reden gerade Klaas. Von. Nee, wir reden. Wir, davor hast du von Bulli geredet. Bulli macht die Serie. Ja. Und der ist erkrankt. Nee, Joko ist erkrankt. Ach so, jetzt. Okay. Joko ist erkrankt und darf nicht dran teilnehmen, als Teilnehmer quasi. Hm. Wurde ersetzt und was ich gut finde, weil ich finde ihn einfach nicht witzig. Der ist ja an sich irgendwie kein Comedian so wirklich. Also der funktioniert ja dadurch, dass der halt Dinge tut, ja, aber er selber als Persönlichkeit, also da, wenn man, also ich bin da halt nicht so drin, ich habe auch Halligalli und so nicht so wirklich verfolgt, aber wenn da irgendwie was lustig war, war es ja immer durch die Actions, die die machen oder halt durch die Schadenfreude sich gegenüber, so, aber inhärent in der Person ist da ja jetzt nicht so viel Witz drin. Er ist jetzt nicht so ein Stand-Up-Comedian oder sowas, ja. Aber es waren ja auch Menschen drin, zum Beispiel Barbara Schöneberger war in Staffel 1, die auch keine Comedy-Frau ist, die auch nur moderiert und nicht lustig ist. Es ist breit gefächert, tatsächlich. Ja, Joko. Joko, Yokohama. Gute Besserung. Ja. Da hast du aber jetzt lange gezögert, du Hater. Gute Besserung auch an Josh Cavallo. Josh Cavallo, na klar. Josh Cavallo hat sich als der erste aktive homosexuelle Fußballspieler. Und dafür gute Besserung für, ja. Also, das war jetzt ironisch. Bitte werd mal wieder heile im Sexuellen. Er spielt für, ich weiß es gar nicht, Australien irgendwo. Und es wurde der erste aktive Fußballprofi, der sich geoutet hat. Mhm. Das war auch ein riesiges Thema, wo einige sagten, ja, super, Glückwunsch, endlich macht's mal einer. Und andere, die gemeint haben, ja, muss was denn so einem großen Thema machen und so weiter. Es soll es doch einfach sein. Aber ich finde, nee, es ist wichtig, wenn es das einfach nicht gibt und es ein Tabuthema ist. Und Leute wie, ich weiß nicht, wie der heißt, irgendein Deutscher hat gesagt, man sollte sich lieber nicht outen im deutschen Fußball. Quatsch, macht es, Leute, um zu zeigen, ihr seid da, macht euch sichtbar und dass man trotzdem Fußball spielen kann, auch wenn man sich manchmal Bälle in den Arsch steckt. Ja, ich weiß ja nicht, ob die Leute da Angst haben, dass da plötzlich auf dem Spielfeld eine Orgie ausbricht oder was da das Schlimme ist. So. Keine Ahnung, vielleicht
der Dusche oder so, dass die Angst haben müssen, dann angeguckt zu werden. Ich weiß es nicht, was da die Angst ist. Moment, ich muss mich ganz kurz da reinversetzen. Also das auf mich gemünzte Szenario wäre, dass ich in einer reinen Frauenfußballmannschaft wäre und dann würden wir zusammen duschen gehen. Nee, warte mal, ist Quatsch. Die Frauen Wieso? Würden mich halt alle lüstern angucken. Natürlich, keine ja. Frage. Wobei die homosexuellen Quote im Frauenfußball wesentlich höher ist. Nee, warte mal. Ja, aber doch, das ist ja richtig. Also wenn ich in dieser Frauenfußballmannschaft wäre... Aber als Mann. Ja, als Mann. Und dann gehen wir duschen oder sind halt in der Umkleide und ich müsste befürchten, dass mich die potenziell da alle... Nee, das ist doch nicht richtig. Andersrum. Die Heteros haben Angst, dass der Schwule ihnen was abguckt. Okay, andersrum. Da ist eine Frau in unserer Fußballmannschaft und ich muss fürchten, dass diese Frau mir gerade lüsterne Blicke zuwirft. Das fände ich aber unangenehm, du. Ui. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Ja, das befürchten dann echt viele. Also ich habe auch schon Sachen erlebt in meinem Heimatdorf, das ist im... ich muss es grob umschreiben, in einem Verein gab es dann einen, der sich als schwul outete mit so 15 Jahren. Und er wurde am nächsten Tag irgendwie verprügelt aufgefunden auf der Straße so oder in der Seitengasse. Durfte nicht mehr da mitspielen in dem Sportverein, weil sie Angst hatten, er würde sie lustvoll angucken, alle beim Duschen und so weiter. Das gab es halt leider echt schon. Aber ja, aber das ist doch, also anhand meines Vergleiches, ja, sieht man ja irgendwie, dass das schon dumm ist in Form von... Sieh's mal so. Es ist ja nicht schlimm. Nee, sieh's mal so, Beispiel, welcher heterosexuelle Mann fällt dir ein, mit dem du jetzt in die Sauna gehen würdest? Ich war schon mit Leuten in der Sauna, ich hasse Sauna. Ja, als Beispiel. Naja, vielleicht jetzt nicht einfach so, oder also gar nicht. Also Beispiel Kalle zum Beispiel. Ja, aber soweit ich weiß, ist er ja ein Mann, der auf Frauen steht. So. Wenn ihr zwei irgendwie euch voneinander auszieht, ist es da völlig ein Unterschied, als wenn wir uns ausziehen würden. Weil ich bin ja einer, der auch auf Männer steht. Macht es für dich einen Unterschied? Hast du dann Angst vor mir, lüstern angeschaut zu werden? Das ist ja die Frage, die sich da stellt in dem Fußballbereich, weißt du? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich ziehe mich ja auch jetzt nicht unbedingt per se vor Kalle aus, aber keine Ahnung, ich gehe ja mit Kalle ins Bad, ich gehe auch mit dir ins Bad, so zum Beispiel. Das stimmt, also das ist ja, also da sehe ich keinen Unterschied. Das stimmt. Und da geht es ja ums Ausziehen, weil die in der Dusche sind und nackt rumstehen und Bier trinken oftmals, irgendwie nach dem Fußball. Und ist es da schlimm, wenn du einen dabei hast, der das vielleicht heiß finden könnte, weißt du? Ist es denn für einen schlimm? Ja, also I don't know. Ich glaube, dass man da halt irgendwie sehr unsicher in seiner eigenen Sexualität sein müsste oder so, um das ganz schlimm zu finden. I don't know. Und das sagen auch viele Studien, was du gerade gesagt hast. Aha. Dass vor allem diejenigen Männer... Also vor allem Männer, die ja, also es gibt eine Studie über Männer, die homophob sind. Die haben Angst, dass es ihnen gefällt. Sie haben Angst, dass es ihnen gefällt, weil sie sind sich selber nicht ganz sicher mit ihrer Sexualität. Und bevor sie auch nur den Anschein erwecken könnten, schwul zu sein, sind sie lieber schwulenfeindlich. Weißt du? Und es gab ja schon sehr, sehr viele Fälle von homophoben Politikern in den USA, die dann mit irgendwelchen Transsexuellen im Bett erwischt worden sind, damit die dann doch schwul waren heimlich. Gab es ja zuhauf. Ja. Aber um auf mein Beispiel zurückzugehen, ich in einer Frauenmannschaft, wäre schon gut. Ja. Wenn alle Männer Mädchen wären. Ich dachte auch gerade dran. Ich wollte gerade sagen, es ist schon echt ein guter Song. Ich habe ihn neulich mal wieder gehört. Ja, großartig. Und ich habe mich so richtig reinversetzt, als ich den das allererste Mal gehört habe. Und ich fand das so gut. Ging mir auch so, ja. Weil ich habe es auch nicht kommen sehen, bis also den Endtwist. So. Da heißt ja auch nur irgendwie... Wampf. Wampf, genau. Ja. Und ich dachte, was ist das für ein Song? Hört ihn dann so und dann mega, mega witzig. So. Ja. Sehr, sehr gut. Die Ärzte wieder eingestreut, eingepflegt in dem Podcast. Ist so. Aber nochmal, also das ist ja an sich objektiv betrachtet, ja. Der Unterschied ist ja nur, dass du potenziell auch auf die Person stehst. Aber wenn jemand dich anguckt und das gut findet, das schlecht zu finden, ist ja schon objektiv dumm. Erstmal. Ja. Gut. Haben wir das jetzt so festgehalten? Sehe ich genauso. Genug hier mit dem. Ja, genug Homophobie. Scheiß hier. Nee, Fußballdreck. Ja, gut, dann habe ich ja noch was. Denn absolut großer Skandal. Wir erinnern uns ja, wir haben ja 2 Jahre über Trump berichtet und seine ganzen Skandale, ja. Ja, ja. Und jetzt hat sich der Biden auch richtig eingeleistet, ne? Ich ahne es. Hat sich gewagt, auf dem Klimagipfel für 30 Sekunden die Augen zuzuhalten. Ach so, ja, genau. Hammer! Ich würde nicht mal sagen, es sieht für mich nicht mal aus, als würde er schlafen.
Weil ich glaube, er hat die Arme so verschränkt oder irgendwie so seitlich. Wenn er wirklich eingeschlafen wäre, wäre er wahrscheinlich so weggeklappt. Aber er sitzt halt ganz ruhig da. Es Das gab wirkt es ja auch für von mich eher. Merkel, solche Bilder, wie sie da die Augen Na, vor zumacht. allem, also kommen wir gleich dazu, ist ja der nächste Scheiß, aber Scheiß. der jettet hier um die ganze Welt so, weißt du, mit Jetlag und so und muss sich dann so eine langweilige Scheiße anhören. Ja. Ja, Klima ist voll langweilig. Nee, Klima ist nicht langweilig, aber ich habe ja den Clip gesehen und dann redet da vorne einer so ganz monoton vor sich hin. Also da habe ich schon ein bisschen Verständnis, auch wenn ich nach wie vor kein Biden-Fan bin. Übrigens die amerikanische Bevölkerung auch nicht mehr so. Ja. Der hat Approval-Rating von 42%, was ziemlich low ist. Ich glaube, Trump war zuletzt bei 39 oder Aber der fällt ja 40. auch kaum auf, finde ich, Biden. Der macht jetzt Ja. keine, der weiß nicht, was er nicht macht. Der will keinen Krieg anfangen. Der ist also nicht so jetzt, Ja, er droht Leuten nicht, meine genau, ich damit. jetzt hau doch mal einen richtig fetten Otto raus, Biden. Jetzt macht doch hier auch mal so ein Event. Ja, er droht eben Leuten nicht und verhält sich halt einfach wie ein Präsident sich verhalten muss, so, finde ich Ja, zumindest. geht. Was mir aufgefallen ist, ich schaue gerade mal wieder New Girl. Finde ich Ja, übrigens, Who's that girl? ist eine sehr, sehr gute Ja, auf Serie. jeden Fall. Die wurde irgendwie so, ich weiß nicht, ob sie vermarktet wurde, aber die gilt immer so als Frauenserie. Und So ich ein finde Kra das Er war halt überhaupt eine nicht. Frau, die Hauptrolle spielt. Ja, So aber ein erstens Scheiß. finde ich, ist sie die schlechteste Figur von allen, obwohl ich Zooey Deschanel echt mag. Und zweitens geht es halt viel mehr so um diese Bromances da Diese und WG, ne? Ja. ja, also es geht eigentlich, ich würde sagen, sogar Schmidt ist eher die Hauptfigur, so heimlich. Ja, so Es eine ist so ein. heimliche, ja, stimmt, ja. Und ja, Nick ist halt auch super und ja, die sind alle super. Es ist schon sehr gut. Und da wird halt übelst oft Biden erwähnt. Und ich, also, weißt du, Obama wird nicht einmal erwähnt. Den Und neuen Ausgaben, ich bin ja. jetzt, nee, die Staffel ist ja die Serie ist seit 2018 vorbei. Ach so. Sieben Staffeln, ich bin jetzt gerade in der vierten wieder. Und alleine jetzt wurde schon viermal Biden erwähnt. Und es ist halt früher voll an mir vorbeigegangen, jetzt habe ich halt diese Awareness. Jetzt fällt's Aber das auf. ist halt komisch, dass halt Biden so oft erwähnt wird und Obama gar nicht. Das ist wieder der neulich verstorbene ehemalige Außenminister der USA, der jetzt an Corona gestorben war. Den habe ich jetzt in ganz vielen Filmen und Serien irgendwie gehört, so dass sie seinen Ja. Namen erwähnt haben. Ganz weird. Ja. Aber ich kann Biden voll nachvollziehen, also auch wenn du nicht alt bist, wenn du halt ein stressiges Leben hast. Ich habe ja echt Zeiten, wo ich auch bei dieser ZDF-Serie war, wo ich so 10 Drehtage hatte und da machst du halt zwischendurch mal die Augen zu, zwischen den Szenen aber schläfst nicht ein, da willst deine Augen mal ausruhen, So so. sah es Das halt ist für mich voll okay. tatsächlich aus. Aber es gab halt natürlich den übelsten Outcry, weil jahrelang heißt, guck mal, was Trump wieder gemacht hat, was er gemacht hat, was er gemacht hat, bla bla bla. Bei beiden müssen halt so ein bisschen suchen, was er macht. Oh, Ja. halt die Augen zu, halt die Augen zu! Yes, Ja. Skandal! Auf Was für ein jeden. Wichser. Ja. Ja. Aber nicht nur das, es gab noch mehr. Mir wurde ein Video zugeschickt, wie Biden zum Papst gesagt hat, sie sind doch der afroamerikanische Baseballspieler. Was? Ja, und es wurde mir halt von jemandem geschickt, der ist so ein bisschen Biden-kritisch und er ist auf der Seite von Trump und will mich mal so überzeugen davon, dass Biden ja auch nicht besser ist. Hä, hey, Und aber es ich, gibt also ich verstehe das gar nicht, was du gerade gesagt hast. Also der es gibt Papst ein ist ja Video. erstmal nicht braun. Nee, aber es gibt ein Video, wie halt Biden zum Papst zugeht und sagt, sa oder sagen soll, you're the Afro-American Baseball Player. So. Und ich Es dachte, das muss doch ein Fake sein. ja. Geht drauf. Er sagt es wirklich. Aber das Video, was mir zugeschickt worden ist, ist geschnitten worden. Das heißt, er hat nur einen Witz erklärt, den er dem Papst gemacht hat. Und der Papst wusste nicht, um wem es geht. Da meinte Biden nur, das ist ein afroamerikanischer Baseballspieler. Und nicht you Ah, are. okay. So, das war wieder so ein Fake, um halt Biden irgendwie schlecht zu machen. Dumm. Und Biden muss wohl irgendwie die Hosen geschissen haben. Bitte was? Angeblich. Aber ich habe es nicht nachvollziehen können. Da gab es so einen Hashtag sogar, Biden irgendwas, warte ich. Okay, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Du hast mich mit dem Papstding gerade nur an dieses legendäre Video erinnert, dass hier so ein Typ dem Dalai Lama einen Joke erklärt. Also das ist auf jeden Fall meine Guck-Empfehlung für heute. Guck. Carl tells the Dalai Lama a joke and it fails miserably. Alles kenne ich, glaube ich, Das ist ja. wirklich großartig. Ich will es hier gar nicht spoilern. Komm, ich habe es nur noch schnell mal rausgesucht. Schaut es euch an, falls ihr das nicht kennt. Es gab eine Schlagzeile irgendwie, Did Biden poop his pants in Rome? Das gab's noch, aber es war wohl auch nicht wirklich so. Das sind alles Nothing Burger, sagt man. Nothing Burger. Ja. Ja, es ist vor allem so alles. Also selbst wenn. Ich hätte wahrscheinlich auch dumm gefunden, wenn man Trump kritisiert hätte dafür, dass er sich einscheißt. Weil der genug verzapft, was Absicht ist. Es kommt mehr Scheiße aus seinem Mund als aus seinem Anus Ja. raus. Naja, gut, genug hier US Politics.
Dreck. Und ein ganz großes Thema, was sehr, sehr brennend ist. Was dazu nämlich passt, bevor du zu deinem kommst. Ja. 400 Leute sind zu diesem Klimagipfel hin gejettet mit ihren Privatjets. Das wurde nämlich groß kritisiert und absolut zu Recht. Aber auf der anderen Seite, nach wie vor gibt es ja nicht so die geilen Alternativen. Klar, man kann jetzt hier monatelang über die See schippern, wie Gretchen das gemacht hat. Aber Zug fahren. Ja, aus Amerika nach Europa rüber ist halt schwierig. Aber wo war unmöglich. Das? Glasgow, glaube ich. Schwimmen. Ja, ich sag nur, ne, es muss Strukturen geschaffen werden, dass und jetzt mache ich auch Mark Zuckerberg Sprech, das Incentive da ist, Alternativen zu schaffen. Mhm. Und solange das nicht gegeben ist, wird es auch keine Alternativen geben. Oder Zeppeline wieder cool machen. Ja. Waren die nicht auch umweltfreundlich? Weiß es nicht genau. Wir können ja einfach hier so eine Hindenburg bauen und dann Hindenburg 2. Und dann kommt die AfD da rein. Und dann fliegen die los. Robin ist, finde ich, echt völlig humorlos, ja. Leuten den Tod zu wünschen, gerade nicht. Ich habe, Moment. Rechtsradikalen, das war. Hat die nicht Hindenburg auch ein, zwei Probeflüge überlebt? Probeflüge. Bestimmt, oder? Ja, also echt, Nazis den Tod wünschen. Was du jetzt hier schon wieder raushörst. Was man hören will. Nein, was auch keiner hören wollte, war, dass Uri Jalloh in seiner Zelle angezündet worden ist. Uri Jalloh? Ja, das war der Migrant, der in einer Zelle verbrannt ist. In Haft quasi. Ach, ist das der angezündet genau, wurde? 2005, genau. Und sein Tod war lange ungeklärt und es gab dann Gutachten. Übrigens der lag dann da so verkohlt rum und alle standen drumrum, so mit Händen in den Hüften. Was ist denn hier passiert? Selbstmord. Mhm. Dachten wirklich Leute, dass er Selbstmord gemacht hätte. Das ist ein Mönch. Genau. Und übrigens war die SPD gegen ein neues Gutachten, nur mal so nebenbei, wenn ihr mal wieder wählen gehen wollt. Und es gab aber trotzdem noch ein neues Gutachten, das hat ermitteln können, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, nahezu unausgeschlossen, dass er angezündet worden ist von der Polizei, von Wachleuten. Vielleicht wollten die ja zur Feuerwehr wechseln und haben geprobt. Mit einem Insassen, ja. Der zufällig wieder schwarz war. Naja, was war das? 2005? Genau, schon ewig her. Das ist ewig her und jetzt, guck mal, zum Glück haben wir Bürokratie und ne, der Rechtsstaat, die Mühlen mahlen, sag ich mal. Sie haben wohl in diesem Gutachten die Zelle nachgebaut, originalgetreu und dann ein Dummy quasi und dann, angezündet. Okay, ein paar Leute engagiert, alle mal mit verschiedenen Windstärken angezündet. Das sind alle Opfer bringen, ja. Ja. Jedenfalls, das große Thema wurde wohl doch angezündet und es wurde jahrelang, wurde das schon von linksradikalen Verschwörungstheoretikern irgendwie aufgebauscht. Aber jetzt stimmt es wohl wirklich. Hat auch der Danger Dan in seinem Video nochmal gesagt, in seinem Kunstfreiheit-Video, dass er angezündet worden ist. Mhm. Und es stimmt leider jetzt auch. Offenbar auch. Okay. Nur, um das mal mitzugeben. Ja. Das ist passiert. Das ist passiert. Was auch passiert ist, ist Gameplay von Elden Ring. Oh, furchtbar spannend. Ja. Du kennst das Spiel, ja. Ja. Worum geht's denn da? Ich brauche den Titel nochmal kurz. Elden Ring. Ach, Elden Ring, ja klar. Da gibt's, das ist quasi ein Herr-der-Ringe-Ableger. Ja. Und da gibt es um einen sehr, sehr alten Ring, der Elden Ring. Der wurde von Elton John quasi damals in den Vulkan geworfen. Fast. Und jetzt müssen Dumbledore der und... Der von Stefan Raab war's. Genau, der Elden Ring. Ach, der Elden, ja. Ich vertausche die Leute, so ähnlich aussehen. Ja. Dumbledore und Gollum müssen quasi diesen Ring wieder rausholen, weil Elton halt Wetten, das moderieren sollte oder es nicht ohne diesen Ring machen kann. Dumbledore und Gollum spielen, blamieren oder kassieren gegeneinander. Genau. Ja, ja, ist natürlich fast richtig. Ich hab's gewusst. Elden Ring ist der geistige Nachfolger der Dark Souls-Reihe, der Soulsborne-Reihe. Mhm, genau. Next Gen jetzt, ja, PlayStation 5. Sieht für mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen kindisch, also nicht kindisch, das ist wieder falsch, da drehen alle wieder durch, wenn infantil. Ich das sage. Nee, der Grafikstil ist einfach ein bisschen bunter, als ich gedacht hätte und dadurch wirkt so ein bisschen kitschig, keine Ahnung. Aber das war ein großer Hype und deswegen wollte ich es zumindest mal erwähnen. Außerdem ist es immer gut, wenn du sagst, was Dinge sind, ohne zu wissen, was Dinge sind. Ja, ich habe ja fast immer recht. Ja, fast. Ja, also, ne, kennst ja Dark Souls. Ich glaube schon tatsächlich, ja. Das ist hab das schon mal gehört. Also Dark Souls ist ja so ein bisschen ein Phänomen geworden, weil es ein Mainstream-Spiel ist, was sehr schwer ist.
Und alle so, wie Schach oh, quasi. Das ist ja übelst geil, wenn man ein Spiel spielt und das ist schwer. Und ich sitze so da, okay, mein Gott, das kann man halt schon immer machen. Ich spiele jedes Spiel auf schwer. Du kannst diesen Dark Souls-Effekt eigentlich bei jedem Spiel haben. Und die Leute so, nein. Ja, dumm. Wie Schach ist auch sehr schwer. Aber man muss natürlich sagen, die Soulsborne-Reihe, die ist halt so ein bisschen vom Design her so, dass es fair ist. Dass wenn du scheiterst, dass es immer dein Versagen ist und nicht, weil das Spiel ungefähr unbedingt unfair ist. Wenn du jetzt zum Beispiel Fallout auf sehr schwer spielst, dann ist es halt so, dass der Gegner dann plötzlich 100 Kopfschüsse braucht. Und das finde ich dann wieder scheiße. Deswegen spiele ich Fallout, oder ich weiß gar nicht, ich glaube bei Fallout New Vegas war es zuletzt. Da spiele ich es auf sehr leicht, aber habe komplett keine Energie und keine Rüstung, dass ich halt instant tot bin, aber die Gegner auch. Ah, weil ich hasse das, wenn du Gegnern in den Kopf schießt, die Menschen sind und die sterben nicht. Ja, das ist unrealistisch. Ja. Das sehe ich genauso. So, jetzt habe ich dich gelangweilt, das war jetzt meine Musical-Rache. Jetzt ist voll gerechtfertigt. Für mich das Video der Woche, ja. Oder der letzten zwei Wochen war, kam ein Halloween raus. Du kennst Max Rabe, ne? Ja. Kein Schwein ruft mich an. Der also so singt ein, so ein Opern-Schlager-Popsänger. Kommt jetzt doch noch mehr Musical, ja? Nein, gar nicht. Ja, der was hat er gemacht? Der hat einen Feature-Song gemacht mit Lordi. Und dieses Bild, ja, Max Rabe, dünner Typ, große Ohren, in die Jahre gekommen und singt halt so ganz fein so la 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 la. Einmal kommt Mr. Lordi rein, so ein riesiges Monster aus Finnland, ja, und singt dann so la la la. Und die nebeneinander, großartig. Ich liebe es. Okay. Das ist mein Video der Woche. Aber ist das so ein Nischending oder ist das ein richtiger Hit jetzt gerade? Das ist halt, glaube ich, so unplugged oder irgendwie sowas in der Art. Such mal, Lordi, Max Rabe. Was? MTV unplugged, genau. Aber das, da steht vor einem Jahr, Tino. Hä? Das wurde mir jetzt erst geschickt. Oh oh. Oh oh. Also wurde an Halloween nochmal gepusht auf Facebook. Okay, okay. Sie haben es an. Max Rabe hat es auf Facebook nochmal gepostet zu Halloween. Vielleicht war es letztes Jahr Halloween. Ja, er hat es nochmal gepostet dieses Jahr. Vor 6 Tagen steht da. Hm. Also ja, okay. Aber er hat es nochmal hochgebracht. Sorry, es ist schon etwas älter. Aber es ist nicht alt. Okay. Was auch nicht alt ist, ist ein Spion. Ein russischer Spion. Ach fuck, es ist der Sohn eines russischen Spions. Die Übergangspunkt. Überleitungen. Die Überleitungen werden immer besser. Also der ist der Sohn von einem russischen Spion ist ganz unglücklich in Berlin aus einem Fenster gefallen. Oh. Da munkelt man jetzt. Ach so. Dass das halt wieder so ein Franz Ferdinand ist. Tja, Crocs getragen, rausgefallen. Ja, wahrscheinlich, ja. Hast du das hier anhand meiner tollen Schuhe jetzt dir hergeleitet? Ich mag Crocs. Also diese Schuhe, die sind noch von Maggie, ja? Die trage ich hier im Herzen. Hältst sie in Ehren, ja. Das ist halt witzig, weil Maggie hat mir Hausschuhe geschenkt, als wir hier eingezogen sind. Die sind mir aber viel zu groß. Sie hat ihre hier vergessen und die passen mir. Welche Schuhgröße hast du? Eigentlich 42. Das hier ist, weiß ich nicht was. Und die sie mir geschenkt, das ist eine 40. Die ist mir hier gerade zu groß, ach, wenn du krass, siehst, ja. So. Ich hab ja auch und 40. Sie hat mir eine 42 geschenkt und die ist einfach, das ist so ein Riesenflatschen. Weird. Richtig dumm. Aber Crocs Beste, sag ich dir. Geile Hausschuhe. Vielleicht sollte ich mal ein Skate-Video in Crocs machen. Ja, mach mal. Oh. Ja, witzig. Ja, der Sohn des Spions ist tot und es ist sehr traurig und man munkelt wohl, dass das ein Akt der Rache war oder keine Ahnung. Naja, dass der vielleicht nicht wirklich gestürzt ist, sondern gestürzt wurde. Kann man schwer nachvollziehen immer, ne? Oh. Ja. Ansonsten habe ich hier noch so ein europäisches Ding. Jetzt ruft mich ja jemand an, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das geht gerade nicht. I'm sorry, ich bin gerade professionell. Hier ist so eine Kampagne gefahren worden. Da ruft einmal Herr Biden an, ja, hier im Podcast. Ja, nee, geht gerade nicht. Ja. Beauty is diversity as freedom is in hijab. Ja. Also im Hijab. Oder wie wird es deutsch ausgesprochen? Hijab, so zunächst, ja. Das war nicht wirklich eine europäische Kampagne, das ist von einem so einer europäischen Blablabla, die halt irgendwie gefundet ist, aber jetzt nicht Europa represented, sag ich mal. Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also ja, das ist in Frankreich auf sehr viel Gegenwind gestoßen. Also man sieht Toleranz schaffen und Freiheit, was heißt, du darfst eine Hijab tragen, musst aber keinen Hijab tragen. Naja, es hat eher so den, also es hatte schon so den, das Incentive, es hatte schon, glaube ich, das Ziel,
diese Kleidung zusammen mit der Religion halt hier, ihr gehört zu Europa, so dieses. Aber die Formulierung ist schon etwas unglücklich. Beauty is Und diversity. da würde ich, na, also Schönheit ist in Vielfältig. Diversität, Ja, ist vielfältig. so wie Freiheit im Hijab ist. Ja. So. Und ich finde nicht, dass diese Kopfbedeckung für Freiheit steht, aber das gilt nicht nur für Islam, sondern genauso auch Nonnen, ja, laufen ja Die sagen sie leicht verhüllt aber rum. auch freiwillig, die Nonnen. Da können sie ja machen, aber Ja. das steht trotzdem dafür, dass die sich halt vermummen, damit der Mann nicht sündigt. Ja, die Frau darf nicht aussehen wie eine Frau, damit der Mann nicht sündigt. Klar, da liegen die Wurzeln drin, aber es gibt ja tatsächlich Menschen, die das wirklich machen, weil sie das wollen, weil sie da Bock Richtig, drauf haben. aber Moment, ja, jetzt machen wir ein großes Fass auf, ich weiß, aber Ein riesiges Fass. es gibt ja genauso Leute, hier unsere Religion ist, du musst dich jeden Tag geißeln, musst 10, 20, 50 Peitschenhiebe auf den Rücken machen. Ja. Da gibt es auch Leute, die sagen, okay, die Religion will das so, das mache ich jetzt so. Das macht es aber an sich nicht besser, dass die sich da selber abstrafen. Wenn sie sich selber schlagen, ist doch voll okay. Kenne ich im BDSM-Bereich auch nicht anders. Okay, dann nächstes Thema, dann Ja. irgendein mexikanisches Kartell. Wenn du bei uns eintreten willst, musst du dir einen kleinen Finger abschneiden. Okay, cool, mache ich freiwillig. Frei, wenn es freiwillig ist? Ja, aber trotzdem ist ja dieses Konstrukt, in das man freiwillig eintritt, übelster Cancer. Ja, kann ja sein. Ja. Aber auch in die FDP eintreten muss keiner. Trotzdem machen das Leute. Und es ist für mich Cancer. Naja, also ich weiß Ich nicht. weiß schon voll, was du meinst. Also. Also es ist hauptsächlich in Frankreich gewesen, dieser harte Gegenwind, und Frankreich hat allgemein ein großes Problem mit Religion in der Politik, was ich eigentlich auch gut finde. Zumindest sollte es halt getrennt werden. Ja. Aber Ja, sicher, aber ich meine. ja, wurde übrigens, also der Punkt ist, dass das gecancelt wurde. Ja, aber Religionsfreiheit ist ja schon ein hohes Gut. Ich weiß, dass viele, viele, viele Frauen gezwungen werden, Kopftücher zu tragen oder auch eine Niqab zu tragen oder sogar hier, wie heißt es, Burka zu tragen. Bestimmt, gibt es auch. Sind sogar die meisten. Aber es verbieten ist für mich jetzt nicht die Lösung des Ganzen. Es wird ja nicht verboten. Also diese Kampagne wurde nur halt beendet. Ja. Also was wir nicht gesagt haben, da ist halt in der Mitte so eine oder zwei Frauen. Ich weiß nicht, ob es dieselbe sein soll. Nee, glaub Sieht nicht nicht. so aus. Nee. Die eine, also die ist halt in der Hälfte getrennt und die eine ist normal. Nein, die eine ist halt ja alltäglich angezogen, die andere halt religiös Also leicht vermummt. westlich geprägt eine Ja. Person und die andere halt eher so östlich, Ja. südöstlich Ich geprägt. glaube halt, wie gesagt, nicht, dass die Leute sagen, du darfst das nicht. Nur die Formulierung halt, die Schönheit ist in Diversität, so wie Freiheit im Hijab ist, ich weiß nicht, ist ein bisschen Ja, ich verstehe die unglücklich Aussage ein formuliert. bisschen so, dass wenn ich einkaufen gehe und es sind zwei Kassen, an einer ist eine Frau mit Hijab, an der anderen ist eine ohne Kopfbedeckung, dann kann ich zu beiden gehen, weil es einfach egal ist. Natürlich Gehst kannst du du zu zu Joe beiden. Biden an die Kasse Aber und. das sagt ja auch keiner, dass du es nicht darfst. Ja. Also mein Punkt ist eher, da sind zwei Supermarktkassen, ja? An der einen sitzt eine mit rotem Minirock, an der anderen sitzt irgendwer, und da sind aber überall Stacheln, ja? Und du tust dir weh, wenn du an diese Kasse gehst, aber deine Religion sagt, das ist gut, das zu machen. Wenn es andere betrifft, ist es auch blöd. Wenn ich jetzt an die Kasse gehen will und ich muss Angst haben, mich zu pieksen an so einem Stachel, Ja. das ist scheiße. Aber wenn die Frau da schwitzen will in ihrer Kopfbedeckung, macht es halt. Das ist meine Na, Einstellung. du verstehst aber meinen Punkt Ja, hoffentlich. voll. Aber Ich will ich das will mich da halt, nicht weißt du, reinhängen. guck mal, Scientology ist ja auch Cancer, da sind wir uns doch einig, oder? Ja. So. Und nur weil die Leute da freiwillig mitmachen, wird das nicht weniger Cancer. Das ist Nee, halt so mein natürlich Punkt. ist, finde ich, es dumm. Ich finde Glaube, Religion immer irgendwie sinnlos. Es ist nicht meins. Aber ich habe halt Menschen kennengelernt, die halt voll in ihrem Glauben drin sind. Ob es irgendwie Muslime sind, Christen sind, jüdische Menschen sind. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich hänge mich da halt nicht rein. Dann sitze ich halt mit meinem Kumpel da, der kein Schweinefleisch isst. Mache ich übrigens auch nicht. Und neben mir sitzt halt dann hier die Erika mit ihrer Burka da. Ist mir egal, wenn sie mich in Ruhe lässt damit. You know? Ja, Das ist so mein Standpunkt. ich weiß Ich hänge mich da jetzt, nicht rein. ich musste ganz kurz hier handeln, weil ich Alles gut. weiß jetzt, warum ich angerufen wurde. Da hat nämlich jemand ganz dringend den Code für unser Rail gebraucht. Das ist ja immer am Fahrradschloss Ah, angeschlossen. okay. Und dann habe ich das 111, jetzt, verstehe. ja. Ja. Nee, also ich weiß, ich kämpfe auch so ein bisschen dafür, dass Religion ins Museum gehören und so weiter. Ich finde, dass man das an Götterglauben jetzt
nicht unsere Kultur leiten soll, verstehe ich alles, aber im individuellen Leben sollen die Menschen machen, was sie wollen. Wenn es keinen anderen betrifft, dann macht es erstmal weiter so. Mhm. Ja. Deswegen verstehe ich die Kampagne so ein bisschen schon, dass sie halt eine Sichtbarkeit zeigen wollen. Hier, eine Frau mit Kopftuch ist auch nicht besser oder schlechter als Jutta von Kasse 5. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das halt weniger das Problem ist, sondern wirklich die Formulierung der Kampagne, dass die Freiheit darin liegt. Ist ein Widerspruch, ne? Weil halt so ein Kopftuch ist nicht wirklich von Freiheit geprägt unbedingt. Ja. Das soll ja bedeuten, dass die Frau untergedrückt wird. Verstehe ich schon. Verstehe ich. Ja. Geil. Ich habe für mich ja noch so ein kleines Ding. Hm. Das habe ich ein bisschen verfolgt die letzte Woche, denn Rocket Beans haben sich mal wieder gelauncht so ein bisschen. Nach, nach Jahren des Leute sagen, das ist ja irgendwie Quatsch, dass ihr einen Sendeplan habt, auf dem Videos on Demand live gesendet werden. Hm. Ja? Also Aufzeichnungen, die du jederzeit gucken könntest, werden dann live abgespielt. Und dadurch leiden aber Live-Sendungen. Hm. Das wurde jetzt beendet. Stattdessen haben die Hauptleute mitbekommen, wie viel Geld man mit Twitch verdienen kann. Das ist jetzt auch keine Spekulation von mir, das sagen die öffentlich. Es gab ja vor ein paar Wochen diesen Twitch-Leak. Da hat man gesehen, wie viele Leute verdienen. Und ja, jetzt fangen die halt alle an, relativ erfolgreich solo zu streamen. Die Frage ist natürlich, wie lange bleibt das? Der Anfangshype ist erstmal da. Und senden jetzt nur noch live Donnerstag und Freitag, glaube ich. Mhm. Also die hatten ja dieses 7 Jahre lange Projekt, 24 Stunden am Tag live zu sein. Genau. Und haben dann aber immer wieder Live-Sendungen gemacht und haben dann so gesagt, oh, jetzt müssen wir aber Schluss machen, weil jetzt kommt eine Wiederholung von irgendeinem Let's Play von letztem Jahr. Mhm. So, und das ist halt total dumm. Ja, das ist bescheuert. Und ich verstehe es aber bis jetzt nicht, weil die gesagt haben, ja, das ist ja voll, wir waren in so einem engen Korsett mit dem Sendeplan, aber die hätten ja jederzeit die Möglichkeit gehabt, das zu machen. Ich hätte einfach nur so ein vorgefertigtes Ding, was sich halt immer automatisch abspielt, wenn halt gerade nicht live ist. Scheiß drauf, ob die Übergänge da elegant sind oder nicht. Und dann halt einfach immer live. Und sobald du offline gehst, wird halt diese Scheiße abgespielt. Live ist live. Keiner guckt sich vorher diesen Sendeplan an und sieht, ah, okay, da kommt eine Wiederholung von irgendeiner Scheiße. Da gucke ich mir rein. So, deswegen, keine Ahnung. Aber ja, da bin ich ein bisschen gespannt, wie das weitergeht, weil ich habe ja ein bisschen Vergangenheit mit diesen Leuten da. Ich habe ja auf der Gamescom immer engen Kontakt gepflegt. Du bist der Praktikant quasi gewesen genau. Von denen. Yes, also mal schauen, was das wird. Von Rocket Beans to The Rock. Mhm. Der hat sich jetzt dafür stark gemacht, dass Schusswaffen, also echte Schusswaffen, an Filmsets verboten werden sollen. Der hat sich da ein bisschen mit in die Debatte reingehangen. Ja, aber muss man sagen, so richtig echte sind ja eh immer verboten. Also eine echte Waffe hat ja nie was an einem Set zu suchen. Ich weiß nicht. Das war ja dumm. Na, die haben doch bei diesem Baldwin-Dreh offenbar echte Waffen gehabt, um Schießübungen zu machen, so irgendwie in der Freizeit, so ein bisschen um die Drehpausen zu... Okay, da bin ich nicht ganz so drin. Ich weiß halt, dass das eine echte Waffe war, die aber nicht dafür gedacht war, damit am Set zu schießen. Also, genau. Weißt du, so. Und das waren halt private Waffen. Und die haben sie halt irgendwie vermischt miteinander und dann gab es halt diesen Fehler, weil der Regieassistent wohl das nicht gerafft hat, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Und dann gab es halt dann jetzt eine Tote so. Ja. Und The Rock will auf jeden Fall auf seinen Filmsets keine echten Schusswaffen mehr haben. Das sind dann nur noch so Spritzpistolen oder so, wo vorne so ein kleiner roter Punkt verstopftes Lauf. Von mir aus. Ja. Ich meine auch, so Plastikwaffen können ja echt aussehen. Ich habe ja auch mal für einen Filmdreh so eine Pistole auch mal besorgen müssen, weil ich das mit produziert habe. Und wenn du dieses komische rote Ding rausnimmst, was da mal vorne drin ist, das sieht es auch echt aus, so für einen Film. Ja. Ich überlege mir halt echt, der Alec Baldwin, der hat jetzt, glaube ich, ein richtig gutes Restleben, ey. Also dieses Setting, also so komplett, also unverschuldet ist das falsche Wort, glaube ich, in dem Fall, aber so aus dem Nichts, sag ich. Also es ist nicht so, dass du mit einer echten Waffe spielst, ja, in dem Wissen, das ist eine echte Waffe und dann löst sich auszusehen ein Schuss. Ich glaube, damit könnte man vielleicht besser umgehen als mit, du zielst auf eine Person, drückst ganz bewusst ab und auf einmal ist sie wirklich tot. So, das ist halt irgendwie so weird. Aber trotzdem hat er ja etwas ausgelöst, weißt du, was ein Menschenleben kostete. Und er ist als Schauspieler auf jeden Fall nicht haftbar dafür. Aber da er ja Produzent des Films ist und es schon die Wochen vorher Probleme am Set gab mit Zeitproblemen und irgendwie auch mit Hotels gab es Probleme und die Stimmung war ganz schlecht und so weiter, vieles ist wohl schiefgelaufen, war das so das traurige Highlight so dieses Drehs. Und da kann er schon in Verantwortung gezogen werden, wenn dann endgültig geklärt ist,
wer jetzt schuld war. War es dann die Waffenexpertin, die Mist gemacht hat? War es der Regieassistent, der Mist gemacht hat? Oder war es doch Baldwin auch als Produzent selber, der hätte aufpassen müssen, dass da klare Grenzen gezogen werden zwischen den echten Schusswaffen und den Filmschusswaffen? Es bleibt spannend. Und da gab es jetzt auch Bilder von Baldwin, wie er irgendwie fröhlich Halloween gefeiert hat. Der Sünder. Wo alle dann gesagt haben, der darf jetzt nie wieder fröhlich sein. Ich dachte, das ist ein Mensch, ein Familienvater, feiert halt irgendwie Halloween, meine Güte. Ist halt so. Es wäre halt nur ein bisschen awkward gewesen, hätte er gleich einen Tag später irgendwie so eine Instagram-Story. Yo, Leute, was geht? Hey. Das wäre weird, ja. So eine Zurückhaltung so für ein paar Wochen, Monate, kann ich verstehen. Aber soll doch sein Leben genießen, meine Güte, so. Ja. Ich habe noch eine Sache, die ich sehr interessant finde. Also ich habe das Gefühl, in der letzten Zeit ist da Spanien ganz vorne mit dabei, auch was Verbieten von Plastik und sowas angeht. Ab nächstem Jahr gibt es ja Gemüse und Obst nicht mehr in Plastik, Beuteln, Verpackungen, Netzen, was auch immer in Spanien. Außerdem gibt es jetzt einen Bann auf das Werben auf kinderspezifische Sachen, was Essen angeht. Und zwar Schokolade, Säfte und Eiscreme. Komplett alles an Werbung verboten. Und das finde ich höchst interessant. Denn ist mir neulich erst so bewusst geworden, wie absurd das noch vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so war, dass es so, oder wahrscheinlich gab es die auch später noch, aber ich habe es nicht mehr mitgekriegt, dass es so Zigaretten gab für Kinder, die halt Kaugummis waren. Genau. In echten, also in echt aussehenden Zigarettenverpackungen. Das ist so absurd. Und da muss ich kleine Hasstirade nochmal loslassen, ja. Für alle Leute, die jetzt gerade am Rauchen sind, während sie den Podcast hören, die hassen mich jetzt. Aber ich glaube, es gibt keinen Raucher, der nicht bereut, angefangen zu haben. Oder fast keinen. Fang bloß nicht an. Tja, naja, also das Ding ist da, es steckt so eine Milliardenindustrie dahinter. Ja. Mit so einer, auch Propaganda einfach, das coole Rauchen, der Cowboy hier und so, ne? In jedem Film das auch. Das ist alles, und es bringt einfach nichts. Rauchen hat keinen positiven Effekt, keinen Vorteil, kein gar nichts. Klar, hey, du kannst deinen Stress abbauen, so, aber das kannst du ja nur, weil dein Gehirn vorher diesen Mangel, beziehungsweise diesen Bedarf, ja, deine Sucht wird halt in dem Moment befriedigt und dafür hast du ein gutes Gefühl. Aber du hättest ja dieses Tief gar nicht erst, wenn du nicht abhängig wärst. So. Und deswegen ist es auch schon wieder dumm. Es ist nur Dreck. Ich bin da halt wirklich, es tut mir leid, liebe Raucher, die hier gerade zuhören, aber ich bin da, seit ich wieder riechen kann, so empfindlich drauf. Ja, geht mir auch so. Ich laufe halt rum, und auch an der freien Luft, und kriege einen so einen Zug da mit und denke mir so, okay, dann kann ich jetzt gerade mal riechen, weil mein Riechen ist ja auch nicht durchgehend super, ja. Es ist halt so wellenmäßig. Und dann kriege ich gerade mal mit, oh, ich kann gut riechen. Und dann muss ich halt diesen Mock in mich reinziehen. Dein hässliches, ausgeatmete Ekelzeug muss in meinen Organismus rein. Ekelhaft. Dann riecht es halt einfach nicht gut. Und dann denke ich mir, und es bringt halt einfach nichts. Ja. Wenn von heute auf morgen einfach alles Rauchen weg wäre, es wird nichts Negatives. Also natürlich unter Vorbehalt, dass die Leute auch ihre Sucht mitverlieren, ja, und nicht plötzlich durchdrehen. Aber es wäre nichts schlechter auf der Welt dadurch. Natürlich nicht. Ich sehe es echt eins zu eins genauso. Ich sehe so ein paar Vorteile darin, dass es geselliger ist. Irgendwie lernen sich viele Leute beim Rauchen kennen, bei einer Raucherpause, Raucherinsel. Das hat schon den sozialen Effekt. Das ist schon richtig. Es hat den sozialen Effekt, aber auch nur, weil du sonst vielleicht irgendwie socially awkward bist. Also du kannst dich ja genauso gut vor die Tür stellen und reden, ohne dass du rauchst. Also, ist eben weiß awkward. Ich gehe mal kurz vor die Tür und warte auf jemanden. Frische Luft schnappen. Du kannst doch frische Luft rauchen. Ja. Ja, aber keiner spricht sich dann an, weißt du? Aber hast du mal Feuer oder so? Oder ja, aber guckst dich an, denkst dir, ja geil, ich mache auch meine Lunge gerade kaputt. Vielleicht ist das wie beim Fliegen, es muss das Incentive geben. Also, wenn es halt kein Rauchen mehr gäbe, wird es ganz schnell das vielleicht sich etablieren. Jo, wir treffen uns vor der Tür an der frischen Luft, weil frische Luft ist geil. Ich bin für Wix-Plätze statt Raucherplätze. Dass man so, wo diese Rauchertonnen stehen, einfach solche komischen Wasserbehälter, also so Brunnen macht, die man reinwichsen darf. Ja, weißt du, dann sagt man, ich geh mal kurz raus wichsen. Und dann treffen sich die Leute und holen sie einen runter und so hast du mal Kleidgel, ja klar, und dann ist hier... Da kommt man auch ins Gespräch. Ja, auch für die Menschen ohne Penis, ja, auch die können dann, weiß ich nicht, sich an so einen Knüppel ranruppeln oder so, keine Ahnung, machen auch mit der Hand. Ja. Aber so einfach so ein Masturbationsplatz. Doch. Das ist gesund, baut Stress ab. So. Wo wir gerade von Kindernahrung sprechen. Ja, genau.
Ja, wir sind nämlich jetzt ein bisschen vom Thema abgerutscht, muss ich sagen. Ich habe halt direkt meinen Rauchen-Rant, darum ging es ja eigentlich gar nicht, aber halt dieses, also diese ungesunde Scheiße an Kindervermarkten, das ist schon, also ja. Das ist halt auch so eine Sache, wo ich mir denke, das ist ein No-Brainer eigentlich. Ja, die Paula, es heißt ja auch immer, die armen Kinder, wir müssen die Kinder schützen und dann aber jedes bisschen Zucker in die reinstopfen, bis es oben wieder rausquillt. Das und Zucker macht ja genauso süchtig. Das heißt, Werbung wie die Paula-Kuh gibt es gar nicht mehr in Spanien. Wo die so Paula ist. El Paulo, ja, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich also nicht. Das war ja auch eine Pudding-Werbung, die sich an Kinder gerichtet hat, so. Ja. Oder nimm zwei. Ja, gut, also ich kann's. Ich weiß nicht, ich wäre vielleicht nicht ganz so streng, also ich finde es okay, wenn bei Kinderkanälen, so Super RTL und Kika, wenn da halt so Werbung läuft, die schon an Kinder gerichtet ist, ja. Mhm. Aber es kann ja vielleicht so. Man kann es ja beschränken auf Sachen, die vielleicht nicht so ungesund sind. Aber überleg doch mal, was heute wäre, wenn vor 20, 30 Jahren angefangen hätte, dass Kinderwerbung umschwenkt, ja, und man den Kindern suggeriert, wie cool Umweltschutz ist. Aber wer bezahlt das? Ökologischer Lebensstil. Aber wer bezahlt das denn? Nachhaltigkeit. Werbung wird ja sexy. Werbung wird ja gekauft von großen Unternehmen, weißt du? Es gibt kein Umweltunternehmen, was jetzt sagt, wir leben davon, dass der Welt gut geht. Gibt's halt ja, nicht. Das, aber ich sag ja nur, rein theoretisch, ja, wie das wäre. Stattdessen wird den Kindern gesagt, hier, werd fett, du Bastard. Sachen, die vielleicht nicht ungesund sind. Man kann ja sagen, zum Beispiel im Kika da, oder Super RTL darf laufen Werbung für Spreewaldgurken zum Beispiel. Hm. Geht. Das wäre cool. Oder Gerolsteiner Wasser oder sowas. Auch, es war auch teuer und verarsche, aber nicht ungesund. Statt Paula Pudding und Coke mit Paula Zigaretten. Ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mu. Es ist hängen geblieben. Dreck, Alter. Aber es ist schon Dreck. Ja klar, es ist Dreck. Es ist halt das, Pudding. Das ist die Scheiße, die Charlie Sheen am Klavier bei Two and a Half Men komponiert in einer Minute. Ja, ungefähr. Paula ist eine Kuh, die macht dich einfach Mu. Was ist das für ein Müll, Alter? Einfach, aber simpel. So funktionieren Jingles einfach. Und noch eine kurze Nebengeschichte. Es gab echt meinem Leben so einen Schlüsselmoment in der Schule, als wir eine Vertretungslehrerin hatten, die gesagt hat, Pudding braucht der Körper nicht. Das isst man echt nur, um sich was Gutes zu tun. Hm. Das war so in der 5. Klasse und ich dachte, stimmt. Und da fing ich an, bis heute Sachen wie Pudding und Cola zu genießen und nicht mehr einfach so zu essen als Nahrungsgrundlage. Hm. Seitdem bin ich ein bisschen komisch geworden, was so Sachen angeht wie süßes Mittagessen zum Beispiel, irgendwelche Pfannkuchen oder so. Also Mittagsessen ist bei mir eigentlich nie süß. Das finde ich richtig ekelhaft. Bei uns früher schon, als ich noch ein Kind war. Und es muss auch warm sein für mich. Also kaltes Mittagessen ist für mich auch irgendwie ein No-Go. Aber seitdem esse ich echt sowas wie, wir hatten manchmal auch so Grießbrei oder Milchreis zum Mittagessen. Seit diesem Tag nicht mehr. Nur in kleinen Portionen als Nachtisch vielleicht. Aber seitdem esse ich nichts mehr, was so übelst zuckerig eklig ist. Ja, danke an deine Lehrerin scheinbar. Meine Musiklehrerin hat mir gesagt, singet wem Gesang gegeben. Und dann habe ich dann jahrelang nicht gesungen, weil die Scheißschlampe, die Scheiße hier, fick dich. Madonna und Frank in Urlaub hatten die gleichen Typen von Musiklehrer, die gesagt haben, mach nie was mit Musik. Jetzt sind es die größten Multimilliardäre in der Musik. Ja. Ist halt so. Ich glaube, wir sind durch, oder? Hast du noch was ganz Wichtiges? Ansonsten müssen wir die Woche mal bewerten. Robbie Williams ist jetzt eventuell auch ein Verschwörungstheoretiker. Ist nichts ganz Neues. Der war schon immer weird. Er hat schon mal vor so ein paar Jahren sowas angedeutet wie, weiß ich gar nicht mehr, wie es satanische Mächte in der Musikindustrie kann sein. Mhm. Aber jetzt hat er noch mal irgendwas geschrieben von wegen, also angeblich, Moment. Nenn mir bitte einen Aspekt auf Erden, der nicht von satanischen Mächten kontrolliert wird. Es geht nicht nur um die Musik- und Filmindustrie. Denk an die Pharma, an das Essen, das wir täglich in uns stopfen, an die News, die wir konsumieren. Nenn mir bitte einen Bereich, der nicht in Verbindung mit dämonischer Energie steht. Mhm. Das soll Robbie Williams gesagt haben. Und ist jetzt offenbar auch ein Verschwörungstheoretiker. Ja, weißt du, was das Problem ist? Wir machen halt Leute groß für irgendwas und dann kümmern wir uns aber um andere Dinge, die damit nichts zu tun haben. Das ist halt ein Sänger, der dafür gehypt wurde, gute Songs zu singen. Auf jeden Fall. Und jetzt interessieren wir uns dafür, was der privat über irgendwelche Dämonen denkt. Das ist halt grundlegend falsch. Naja, ich finde es schon wichtig. Also ich höre ja schon Musik auch auf moralischer Ebene. Ich höre manchmal auch, ich höre Sachen nicht mehr, wo ich weiß, der Typ ist ein Vollidiot oder so. Zum Beispiel Silver Naidoo. Es gab Songs von dem, die ich gut fand, von der Playlist hat. Und Nena,
die ich gerne gehört habe, weißt du, wo ich weiß, die denken dumme Sachen, höre ich die nicht mehr. Weil ich Danke. die nicht so supporten Das will. hat man schon so, okay, also wenn man da Rücksicht nimmt und denen keine Spotify-Views mehr geben will oder Ja. Listens, dann okay, aber an sich halt, wenn der Song irgendwo läuft, schnell die Ohren zumachen, finde ich ein bisschen too far. Kann man auch Wenn so der Song sehen. geil ist. Also wenn man den Song an sich gut findet. Ja, so 99 Luftballons ist schon ein geiler Song, kann man schon mal Der hören. war nämlich in GTA Vice City. Das stimmt. Gut. Ich weiß gar nicht, ob wir hier drüber geredet hatten, dass der Trailer raus war für die Remakes von GTA 3 Vice City und Ich San glaube Andreas. schon, also es sagt mir jetzt was. Ich habe halt einmal drüber geredet, da war der Trailer aber noch nicht raus. Und Ja, der ja. Look ist halt jetzt echt ein bisschen so wie Plastik. Ich wollte es zumindest nochmal erwähnen. Ja, es hat sich nicht so viel dran geändert an dem Spiel. Sad. Ich bin gespannt, was die Reviews sagen. Aber jo. Gut, der Woche gibt man nicht so viel, habe ich das Gefühl, ehrlich gesagt. Nee. Ich gehe noch mal ganz kurz durch. Beate Zschäpe, ja gut. Meta, Ich Facebook. meine, überleg mal, Max Rabe Lordi, das war nicht mal diese Woche. Nee, es war Das letztes wäre ja Jahr, die ich 10 von weiß. 10 Eben, gewesen. deswegen, es ist schon raus. Aber das Gutachten von Uri Jallo ist für mich persönlich ein sehr, Ja. sehr wichtiges Thema. Aber das, ja. Ich gehe auf eine 3. Was sagst du? Ja, also ich glaube, ich würde auch auf eine 3 gehen, aber ich weiß, dann höre ich im Hintergrund auch schon wieder Herr Rodes schreien, ey, ihr müsst mal richtig runtergehen. Deswegen sage ich jetzt vielleicht auch einfach mal eine 2. Okay. 2,5, okay? Wie gesagt, mal 2,5. 2,5. Pimmelgate war übrigens auch nochmal sehr aktuell. Ja, Auch die stimmt. letzten 2 Wochen Ja. eigentlich. Googelt selber, Leute. Pimmelgate. Ja, googelt mal Pimmel. Pimmel, ja. Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war doch erquickend und Ja. wir hören uns nächste Woche, denn da ist Tino einfach kerngesund. Ja. Wo wir gerade von kerngesund reden, Kerngeschäft ist ein Lied von Die Ärzte. Ich glaube, wir machen demnächst mal so einen Ärzte-Podcast. Ja, true, true. Ja, gerne. Ich habe auch euren gehört. Ja, schön. Sehr spannend. Hat mir Hast gefallen. du jetzt mal eine Top-Liste gebaut? Aha. So, Hol ich nach. die Musik ist so laut.